sind hier bei Amann Girrbach. Wir präsentieren uns Messemotto-getreu als die In-House-Company. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dem Labor die Wertschöpfung wirklich zu einem Großteil zurückzubringen. Dazu braucht man ein sehr versiertes CAD-CAM-System, dazu braucht man die nötige Bandbreite an Materialien, um auch alle Indikationen in-house fertigen zu können. Im Hauptfokus steht unser Ceramil Sintron. Das ist Chrom-Kobalt, nicht Edelmetall, das sich auf In-House-Maschinen, auf Desktop-Maschinen bearbeiten lässt. Somit im Kronen- und Brückenbereich die klassische Gießtechnik ablösen kann. Dieser Ceramil Sintron Blank, der hat eine ganz spezielle Struktur. Ich sage mal, der lässt sich weich fräsen, vergleichbar mit Wachs. Grundsätzlich vom Indikationsbereich ist Ceramil Sintron momentan freigegeben für die Kronen- und Brückentechnik, für Indikationen bis zu 4 Gliedern. Was Sie hier unten sehen, sind die Sachen, die zukünftig möglich sein werden mit dem Material. Das Material bietet unglaublich viele Möglichkeiten. Wir entwickeln ein komplettes System von der Abformung bis zum fertigen Produkt. Wir haben einen integrierten Workflow. Wir bieten zum einen die entsprechenden Maschinen, das entsprechende Equipment, um in dieser Breite zu produzieren, und wir bieten natürlich auch die entsprechende Materialvielfalt, um den Großteil der Indikationen im eigenen Labor abzudecken. Das Feedback ist überragend, nicht nur auf Ceramil Sintron, sondern auf unser System als Ganzes. Die Besucherfrequenz, man sieht es am Stand, ist dafür, dass es eigentlich der traditionelle Händlertag ist, schon sehr hoch. Wir erwarten einen regelrechten Ansturm morgen und hoffen, dass der Stand stehen bleibt.